Lieben, nächster Morgen, wir haben die erste Nacht geschafft mit ihr. Es geht uns allen jetzt gut. Ich bin noch ein bisschen sehr platt, aber es wird auch besser. Also noch bin ich nicht aufgestanden, aber naja, der Tag, gefühlt ist der Tag für mich schon ewig lang, aber das liegt eher daran, wann wir das erste Mal wach waren. Aber es geht uns gut, es geht ihr gut. Ja, Markus hält sie gerade. Ich schalte mal zu dir, Schatz. Man sieht sie nicht von da hinten, glaube ich. Naja, ihr müsst mir halt einfach glauben, dass sie da hinten bei ihm ist. Ach, die sehen alles, meine Mädels sehen alles. Ihr habt sie schon irgendwo drauf gesehen. Und ich zeige sie euch schon auch noch mal ein bisschen. Aber jetzt hat sie gerade erstmal Kuschelzeit und sowieso ihr Lieblingshobby. Trinken findet sie noch so ein bisschen nutzlos. Kriegt sie noch raus, dass es eigentlich was ziemlich Kluges ist, aber machen wir noch alles. Und jetzt lege ich das Handy auch wieder beiseite, weil zu viel braucht auch noch nicht sein. So, hallo, jetzt fange ich mal an, weil wir machen mal gerade eine Tour von unserem Familienzimmer, damit ihr auch mal seht, wie es aussieht, wenn man hier mit Rooming In quasi sowohl mit Baby als auch mit Partner schlafen kann. Hier im Helios-Buch. Auf meinem Heimweg gegen mein Zimmer. Ich Genau, erzähle ich habe mal gleich. erst die Kamera gedreht. Also ich bin hier gerade an der Tür rein. Dann ist hier links unser Badezimmer mit einer wirklich großen Dusche. Das ist auch gut, weil man noch Platz braucht und sich hinsetzen kann zum Hocker. Der Hocker ist hier um die Ecke. Toilette und schönes großes Waschbecken. So, und hier ist dann unser Zimmer. Sieht wirklich aus wie ein Hotelzimmer. Da liegt die Sarah, unser Ich erzähle auch Doppelbett. gleich, was die letzten Tage alles so Da los liegt die war. Luisa an der Seite. Und genau, sie hat quasi so richtig so ein kleines Bett, wo sie nochmal alles hoch und runter stellen kann. Also das ist so Ich kann nicht hochfahren. die Premium-Patienten-Variante. Ich habe das daneben dran. Das ist Und nicht verstellbar, seins. genau. Und ihr seht, wir haben in keiner Weise aufgeräumt. Es ist einfach genau, wie wir hier die ganze Zeit unterwegs sind und zwischen Luisa und Bett und Essen und irgendwas hin und her springen. Aber es ist wirklich super schön gemacht und super gut. Und jetzt übergebe ich mal. Ich habe mich auch nicht geschminkt und ich liege wirklich drum. So, ja, also ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll, weil wir so viel zu erzählen haben. Und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich habe vorher schon gesagt, jetzt ist gut, weil wenn sie jetzt anfängt zu schreien und wir ignorieren sie, dann denkt ihr alle, wir sind schreckliche Eltern. Aber da sie gerade schläft, ist sie jetzt ein, oder naja, sie kneckert. Mal gucken, wir wissen noch nicht genau. Wir hatten vorhin auch schon den schönen Punkt. Ich habe sie angesetzt, weil ich muss ja sie quasi ansetzen, damit die Milchproduktion in Gang kommt. Und sie hat sich überhaupt nicht für dieses Stillhütchen interessiert. Ja, keine Kommentare zu Stillhütchen bitte. Und es lag so an ihrem Kinn dran und sie schnuffelte einfach und schlief weiter. Und ich dachte mir so, okay, gut, eigentlich müsste ich jetzt anlegen, aber sie will nicht. Und dann haben wir sie ins Bett gelegt, weil sie so tief geschlafen hat. Und was macht sie im Bett als nächstes? Und sucht. Und ich denke mir so, Mausi, du willst mich echt verarschen, oder? Es ist übrigens super heiß hier drin. Also es hat gerade 33 Grad in Berlin und gefühlt auch mindestens genauso viel im Zimmer. Klimaanlage gibt es leider nicht. Ansonsten ist aber das Zimmer wirklich super, super schön. Wir haben gerade das erste Mal, glaube ich, gemeinsam zu zweit gegessen. Kaffee und Kuchen. Weil vorher haben wir jetzt immer Intervall gemacht. Ich muss euch dann einfach mal ausführlich erzählen alles. Also es ist anstrengend. Ich bin ganz ehrlich, ich will euch auch keine Angst machen, aber es war echt jetzt anstrengend. Also letzte Nacht war echt furchtbar. Also die erste war okay. Da habe ich noch da drüben. Da drüben war noch das Bett aus dem OP gestanden, weil ich ja aus dem OP eben kam und durfte noch nicht aus dem Bett raus, weil sie dachten, ja, vielleicht müssen sie mich zurückschieben. Also war einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Und da hat sie aber gut neben mir geschlafen im Beistellbettchen, weil sie, glaube ich, einfach auch fertig war von der Geburt. Und jetzt heute Nacht, ich weiß nicht, wie viel ich geschlafen habe, aber es war nicht viel, weil sie halt unbedingt trinken wollte und es kommt ja noch nichts, weil die Milchbildung halt einfach noch ein bisschen dauert. Also meine Brüste sehen schon echt knorke aufgepustet aus, werden auch echt schon hart, aber noch kommt halt nichts raus. Und sie hat halt abends, sie wollte unbedingt trinken und wenn immer ich sie auch nur abgesetzt habe, auch nachdem ich sie schon an beiden Brüsten irgendwie über eine Stunde insgesamt dran hatte, hat sie halt, wenn ich sie abgesetzt habe, hat sie hysterisch angefangen zu plärren, weil ja, es ist halt heiß, sie braucht halt Flüssigkeit und es kam halt einfach nichts.
Und dann habe ich sie immer wieder in den Schlaf versucht zu wiegen. Und dann irgendwann haben wir nachts auch die Schwester gerufen und haben uns da ein bisschen Pränahrung bringen lassen, weil sie einfach Flüssigkeit braucht. Normalerweise soll das Kolostrum reichen, aber halt nicht bei den Temperaturen hier drin. Und die Maus schwitzt ja auch. Und also ich weiß nicht, ich habe sie echt nicht zur Ruhe gebracht. Und ich habe sie immer wieder in den Schlaf gewickelt und immer wieder neben mich gelegt, weil sie halt auch, ja klar, sie wollte Nähe, aber ich will, dass sie im Beistellbett schläft, weil es halt einfach sicherer jetzt hier für sie ist. Und ich wüsste auch gar nicht hin, wenn sie jetzt irgendwie rausfällt und alles Mögliche. Also es war echt eine harte Nacht und ich habe echt auch morgens einfach nur geheult, muss ich wirklich sagen, als ich jetzt, weil sie einfach, ja, weil sie halt, sie will so gerne trinken und es kommt halt noch nichts. Und mir ist es total bewusst, dass es normal ist, aber es bricht einem halt echt das Herz, ne? Aber ja, jetzt kommen natürlich auch langsam die Hormone dazu, ne? Also ihr wisst ja, Tag 3 gehen die Heultage spätestens los. Und sie ist halt, ich bin halt schockverliebt in sie, klar. Ja, und dann ist auch einfach, ich bin halt auch körperlich platt, dadurch durch den höheren Blutverlust noch ein bisschen mehr. Also gestern konnte ich auch, ist mir immer noch schummrig geworden, jetzt kann ich zumindest laufen. Aber dann liegt man so da und man kann kaum aufstehen und man ist einfach völlig fertig und hat nicht geschlafen und das Kind kann nicht gefüttert, nimmt keine Milch an und man sitzt, ich saß gestern echt da und habe gedacht, mein Körper ist kaputt und ich kriege es alles ja nicht hin. Und also es ist schon. Markus hilft mir ganz, ganz dolle. Also, das muss man wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, was ich ohne das Familienzimmer und ihn machen würde. Also, tiefen Respekt an alle, die gerade das alleine mit einer Stunde Besuch am Tag durchgestanden haben. Ich bin auch nicht gut danach, meine Schwester nach Hilfe zu fragen, obwohl alle furchtbar, furchtbar lieb sind. Also, es sind wirklich alle echt krass hilfreich, aber ich will immer keinen stören. Ja. Es ist nicht einfach. Also, wir haben schon voll das Glück mit dem Familienzimmer hier, aber ich habe es mir trotzdem so ein bisschen mehr so wie eine Kuschelzeit vorgestellt. Naja, aber trotzdem, das Wichtige ist natürlich, sie ist gesund. Und jetzt gucken wir mal. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin jetzt aufgewacht, habe mir gerade mal den Luxus gegönnt, die Haare zu bürsten. Weil die kleine Maus nämlich noch schläft, obwohl wir schon wach sind, weil ich sie heute Nacht gut durchgefüttert gekriegt habe. Gestern kam bei mir der Milcheinschuss. Ich muss euch jetzt mal meine Hupen noch mal ein bisschen in die Kamera halten. Sie sind riesig. Sie sind wirklich riesig geworden. Sie haben auch gestern echt erstmal ganz schön wehgetan. Also wirklich richtig. Jetzt gerade geht's so lala. Aber jetzt habe ich sie eben heute Nacht ganz gut gestillt gekriegt und dadurch ist sie jetzt noch müde. Und Markus wickelt sie jetzt gleich noch, weil jetzt noch die Orthopäden kommen, um sich ihren Fuß anzugucken, weil sie eine kleine Fußdeformität hat. Und zwar ist ihr einer Fuß steht so nach außen und ein bisschen nach oben weg. Ist ein bisschen eine ungewöhnliche, war wahrscheinlich, weil sie nicht so viel Platz im Bauch hatte. Aber kriegt man wohl ganz gut normalerweise mit Tapen oder sowas hin, vielleicht eine Schiene. Wir gucken jetzt mal, was sie nachher sagen. Ja, und ansonsten habe ich mir gedacht, ich filme euch jetzt mal, wenn ich jetzt heute zumindest gut drauf bin und mich sogar mal ganz hübsch fühle. Jetzt einfach gleich mal wieder ein Update. Wir werden heute wahrscheinlich entlassen. Insofern habt ihr dann einen kleinen Blick. Markus hat euch ja gestern schon mal durchs Zimmer geführt. Ich habe euch ein bisschen was erzählt. Gestern war ich ja nicht so gut drauf. Und ja, jetzt wollte ich euch noch zeigen. Zumindest über eine Sache freue ich mich. Also es ist komisch, jetzt so einen leeren Bauch zu haben. Aber ich bin echt happy, wie er sich gerade zurückbildet. Und deswegen muss ich es euch jetzt mal zeigen. Weil ich nämlich eigentlich echt finde, dass ich da richtig Glück habe. Also ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe mit anderen Sachen nicht so viel Glück. Das erkläre ich euch mal noch ausführlich, was sich nicht so gut, was sich hoffentlich noch zurückbildet. Da gibt es nämlich noch ein bisschen eine Baustelle. Lieben, wir sind leider nicht entlassen worden, weil die kleine Maus zu viel abgenommen hat. Deswegen kriegt sie jetzt noch was von meiner Muttermilch. Und jetzt schaut euch mal an, wie tiefenentspannt dieses Kind ist. Wir versuchen sie nämlich wach zu kriegen mit allen Tipps, die uns die Hebammen gegeben haben und die Schwestern. Sowas wie drückt auf den Fuß, dann wird sie wach, das stört sie nämlich. Und jetzt beachtet mal, was unser Kind macht. Mag Fußmassagen. Also es geht ihr gut, auch alle Werte sind in Ordnung, macht euch keine Sorgen, sie ist nicht lethargisch, weil es ihr nicht gut geht. Sie ist einfach nur ein harter Chiller.
Ich habe sie übrigens auch gerade schon wieder Ewigkeiten angelegt. Also wir sind natürlich nicht happy, dass wir nicht gehen dürfen, aber wir verstehen es auch. Es ist halt so, 10% Gewichtsverlust ist so eine Grenze und sie hat halt leider so viel abgenommen. Ist wohl nicht die einzige kleine Maus, die das Problem gerade hat bei der Hitze. Seit gestern bin ich ein Milchwunder, aber das hilft halt auch nichts, wenn sie dann nicht will. Also ich habe sie heute gefühlt, lebe ich mit ihr auf meiner Brust. Und jetzt, da ich gestern ja abgepumpt habe, haben sie gesagt, können wir ruhig mal noch ein bisschen aus der Flasche auch noch meine Milch zufüttern, weil es halt doch noch mal ein bisschen leichter ist und deswegen darf Papa jetzt stillen. Ja, genau so motiviert war sie bei mir auch immer. Mach mal. Naja. Da ist sogar die Milch schon vorne drin. Ja, ich habe sie auch schon immer mit Milch angesabbert. Komm. Und mich auch. Alles ist voller Ein Milch. kleines Fräulein. Ah, ja. Also Leute, ich freue mich gerade irre, wie schnell es klappt. Aber ich bin auch astonished, weil wir haben jetzt 20 Milliliter in die Flasche, was vermutlich so eine Mahlzeit wäre. Jetzt, weil sie ja noch ganz viele bekommt. Und ich dachte so, oh, jetzt muss Markus echt lange da sitzen, weil sie trinkt ja so langsam. Und ich weiß ja, wie lange es bei mir dauert, wenn ich sie an der Brust habe. Dann sitze ich halt schon eine halbe Stunde oder auch mal eine Stunde, bis sie irgendwie vernünftig was getrunken hat. Ja, also gefühlt 5 Minuten und die Flasche ist, na, ist noch was drin. Ich noch minimal was drin. Aber Was es der geht Rest will, ist, glaube ich, nicht mehr. Der halt kommt da hart auch drin. schnell und auch diese komplett lethargisch schlafende Maus, die ich immer wieder so zum Drücken hier, Drücken da, Rücken knuddeln, Füßchen knuddeln, ansprechen, kribbeln. Ja, da liegt sie halt da, hat die Augen zu, macht und die Milch ist weg. Ich sehe den Reiz von Flaschenfütterung, ich gebe es offen zu. Ach, kleines Wir bisschen. probieren es jetzt trotzdem erstmal natürlich weiter mit Stillen, weil ich gerne stillen möchte. Aber da ich so gut auch gestern schon mit dem Abpumpen zurechtgekommen bin, und ich verrate euch auch schon, ich habe schon eine Milchpumpe. Ups. Und Ein kleines bisschen. ich glaube, also ich werde auf jeden Fall Vielleicht auch ein bist du bisschen durch. abpumpen. Und ich sehe gerade vielleicht für sie Das zum dauert auch gut. Zunehmen, ist es echt hilfreich. Und Markus baut jetzt gerade unsere Fotokulisse. Wir machen jetzt nämlich unser eigenes Newborn-Fotoshooting mit der kleinen Maus und haben schon ihr Outfit rausgesucht, weil wir haben gerade Zeit und wir haben den Babyfotografen abgelehnt. So, ihr Lieben, ich bin jetzt bei der Kaffeemaschine. Heute hat Luisa 130 Gramm mehr gewogen als gestern. Es hat sich was gelohnt, dass wir sie so gefüttert haben. Sie ist heute auch super wach, deswegen möchte sie nicht aufwecken, deswegen bin ich jetzt in den Gang gegangen, um zu filmen. Hat aber auch den Vorteil, ich kann euch das nochmal hier ein bisschen zeigen. Mit dem Gewicht, wir warten jetzt noch auf die offizielle Info, aber wir sind komplett überzeugt, dass wir gehen dürfen. Wir haben schon gepackt, ich habe geduscht und wir freuen uns jetzt riesig darauf, mit der kleinen Maus nach Hause zu gehen. Es war eine gute Nacht, auch wenn wir häufiger wach waren. Ich nehme mal meinen Kaffee runter. Schaut mal, was da für ein guter Kaffee rauskommt. Also, da soll mal einer sagen, es gäbe nicht auch guten Kaffee in Krankenhäusern. Jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen, das ist nämlich ganz cool. Hier gibt es einen Innenhof und hier sind von verschiedenen Stationen quasi geht es da innen rein. Und hier hinter mir sind eben die Patientenzimmer. Und ja, jetzt holt sich Markus auch gleich noch einen Kaffee. Wir haben gerade unser Essen bekommen und ich dachte, ich zeige euch mal, Krankenhausessen ist nämlich nicht immer schlecht. Also ich habe hier auch von meiner Sterneküche Karte. Es gibt nämlich so ein extra Menü. Ich dachte eigentlich, ich hätte das Grünkernrisotto ausgewählt, aber die Sieht anders Gnocchi sehen aus, eigentlich oder? auch ganz gut aus. Wir haben noch Tomate Mozzarella und diese Schokomousse ist echt Das ist lecker. wirklich gut. Und Markus hat ein bisschen eher so deftig deutsch genommen. Aber also Rouladen, Rotkohl und essenstechnisch Kartoffeln. sind wir hier echt richtig gut versorgt. Und das ist jetzt unser Last Lunch in der Klinik. Weil ich jetzt ja gerade schon den Brief bekommen habe. Den habe ich jetzt gerade. Wo habe ich jetzt gerade die Sachen hingelegt? Keine Ahnung, nicht zu mir. Irgendwo hinter mich ist schon alles da. Alles gepackt. Wir essen jetzt noch, warten aufs Hüft-Sono. Dann geht es nach Hause. Lieben, wir ziehen aus. Die kleine Luisa geht nach Hause. Und der Markus ist ganz begeistert, dass diese Ballons da dran sind. Die mussten nämlich auf der. Ja, und jetzt gehen wir und holen uns ein Taxi und fahren nach Hause. Und natürlich mache ich noch das obligatorische Bild gleich mit meinem Mann, ne? Es geht nach Hause. Das ist